Oh, good morning. Es ist jetzt 6:30 und es regnet die ganze Nacht durch. Hat die ganze Nacht durchgeregnet. Wir sind jetzt auch mitten in der Wolke. Und bei mir war es echt arschkalt, weil ich nur diesen Schlafsack da unten mit habe. Meine Knie komplett abgefroren sind. Ich glaube, in den anderen ging es voll klar. Oder was sagst du, Marcello und Colin? Ja, bei Colin ging klar, bei Marcello. Meine Zehenspitzen sind ein bisschen kalt, aber sonst. Okay, bei mir sind die Knie so derb abgefroren. Mach, glaube ich, gleich mal das Feuer an. Und können wir so langsam aufbrechen. Stock für den Kopf? Ja, da unten. Oder Matthias Wanderstock? Mein Wanderstock niemals. So, wir haben noch gar nicht die Schlafplätze gezeigt. Man schaut diesen Schlafsack an. Hallo. Lothar hat den mit Luftmatratze noch. Und Luftmatratze? Kissen. Ich habe hier meine. Ich habe, glaube ich, die spärlichste Ausrüstung diesmal. Ich habe den Schlafsack, Hüttenschlafsack und eine sehr dicke Isomatte. Marcellos Isomatte und Colin. Auch so eine wie Marcello ähnlich. Und auch einen ganz gemütlichen Schlafsack, glaube ich. Das ist eigentlich ein bisschen Sommerschlafsack, aber war gut. Ist ja auch Sommer. Schmeckt. Jetzt kochen wir noch ein bisschen Tee für den Morgen, damit ich warm werde und die anderen auch. War eine ziemlich feuchte Nacht. Ja, sieht man ja auch. Ist ja auch alles hier irgendwie reingezogen. Außer ist verschwunden. So Leute, ich weiß nicht, ich glaube es ist 7:30 und wir brechen auf. Wie ihr an unseren Outfits erkennen könnt, es ist ein bisschen regnerisch, aber wir trotzen im Wetter mit unserer Kleidung. Und jetzt werden 6 Kilometer geschrubbt und dann geht's zum Bus. Gewuppt. Da längs? Ja. Wir müssen wieder auf Westweg. Da hinten hängt noch eine Wolke. Und wir werden dann los. This one. Von Rot auf Blau. Jetzt geht's Richtung Furtwang runter. Wir steigen ab. Willkommen ins Furtwang. Das ist ein Schneeloch. Wir sind jetzt im Furtwang, guys. Wir sind jetzt in Furtwangen. Ne? Das ist ein Schneeloch. Und es ist sehr idyllisch. Lass mal, wenn wir Dinges ankommen, kurz wandern und dann was essen. Naja, wir wandern erstmal zum Hotel, würde ich sagen, Sachen ablegen und dann beim Hotel gibt es halt irgendwas. Lass davor was essen. Das ist Casual Alter, Talk. Colin, wir spielen hier so gerade. Wir sind hier an der Bushaltestelle. Also mein Ehre Durak wird da nicht, kriegt er nicht, aber den Rest. Film mal, wie ich mische und dann mach Zeitraffer. Oh ja. Nee. Marcello, erklär ein bisschen, was hier los ist. Okay, Lothar ist schon Doppel-Triple-Durak und wenn er jetzt verliert, dann ist er Triple-Quadra-Durak. Lothar, was sagst du dazu? Ich spiele nicht, bevor die Kamera nicht aus ist. Das rote Licht heißt, was hier aus ist. Es ist 2. Thank you.
So Leute, wir sind jetzt in Titisee Neustadt angekommen. Müssen jetzt noch 7,5 Kilometer laufen. Das ist jetzt halb eins. Und sind gerade eine Stunde Bus gefahren und oben war echt was so krass neblig, da hat man keine 50 Meter weit sehen können. Ihr habt die Bilder ja gesehen. Genau. Da ist ein Auto kurz. Ja, jetzt nieselt es noch ein bisschen. Aber wir sind ja gut gewappnet und in Titisee Neustadt wartet ja dann unser Hotel auf uns. Da freuen wir uns schon drauf. Aber jetzt machen wir nochmal erstmal 7, 8 Kilometer. Pippe. Pippe, komm, komm schon. So, meine Lieben, wir sind jetzt frisch geduscht, haben uns ein bisschen ausgeruht und jetzt geht's auch schon wieder nach draußen. Wir suchen erstmal wollen wir an den See, mal sehen, was da so geht. Ob da der Bär steppt. Ob da der Bär steppt und dann steppen wir mit. Und dann suchen wir auch schon ein Restaurant oder ähnliches, wo wir dann was essen können. Moin! Es regnet wieder. Es regnet, aber wir gehen jetzt ein bisschen um Titisee und dann gucken wir nach was zu essen, weil... Ja, Colin, was hast du vor? Colin! Ich? Ja? Geh kurz baden, Jungs. Oh. So eklig. Why would he do something like that? Das Thumbnail. Ja! Ja, gut. Ihr wisst schon, dass das nicht Wasser ist, ne? Gehen wir jetzt zum Titisee runter? Genau da, guck mal. Oh ja. Komm. Spring. Ich fange dich auf. Danke. Oh, was ein schönes Wasser. Hier die Umgebung und Rain. Hallo. Hast du schon gesagt, dass wir am See waren? Mm-mm. Doch. Wir sind nochmal an den See gegangen, haben ein bisschen geditcht, ein paar Turniere gemacht. Und danach sind wir ins Restaurant. Mitchell hat Kartoffelchips bekommen. War wack. Und jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ruhe bitte. Jetzt geht's wieder ins Hotelzimmer. Ja. Und dann wird noch mal ein bisschen gedurakt. Geduscht und dann gedurakt. Was? Damit Colin nicht mehr der Durak ist. Richtig. Neuer Nightly. Good evening, gamers. We're just here chilling, you know. In the hotel room. Boah. Wir gehen jetzt schlafen. Morgen ist ein neuer Tag. Dann nehmen wir euch mit. Wird nicht allzu früh losgehen. Oh ja. Dann werdet ihr schon sehen, meine Liebe. Gute Nacht. Gute Nacht.